Daniel Wulz ist Abschlepper in München. Heute ist er in der Innenstadt unterwegs. Die wissen nicht, dass sie alle wieder zurück müssen, weil ich werde sicherlich mit denen zurückfahren. Ich fahre vorne raus, mir scheißegal. Viele Fahrer verhalten sich rücksichtslos. Hey, schau mal, Mann! Die Abschleppzentrale in Fehmarn im Münchner Norden. Abschlepper Daniel Wulz macht sich bereit für seinen Einsatz. Servus, ich bin der Daniel, ich bin 26, bin seit 5 Jahren Abschlepper. Und mit den 12 Tonnen sorge ich auf Münchner Straßen für Recht und Ordnung. Als Abschleppfahrer fährst du grundsätzlich mit deinem LKW überall hin, wo es eigentlich fast auch schier unmöglich ist, reinzukommen. Ich arbeite ja zu 80%, sag ich jetzt mal, für Freistaat Bayern. Ich versuche vielen Leuten zu helfen, sei es Behindertenparkplätze, sei es Feuerwehranfahrtszonen zu räumen, was halt einfach nicht in Ordnung ist. Deswegen räume ich da die Autos auch weg. Die Aufträge schickt die Zentrale direkt auf Daniels Navigationssystem. Rund 150 Kilometer liegt er am Tag auf Münchner Straßen zurück. Innerhalb von 20 Minuten muss er am Einsatzort sein. So, jetzt haben wir die Maxburgstraße 2 bekommen. Den kenne ich, das ist ein Behindertenparkplatz. Den versuchen wir jetzt natürlich auch zu holen. Ein bisschen blöd ist da immer mit dem Aufladen bzw. Halten, ne? Weil da stehst du genau mitten auf der Kreuzung. Und von 4 Fahrspuren kommen welche in die Kreuzung eingefahren. Und da blockierst du immer alles. Da heißt es auch immer ein bisschen beeilen. Weil die ganzen Lieferanten, Müllabfuhr, da will ja alles vorbei. Ich weiß jetzt, dass da ein Audi steht. Was für ein Audi, weiß ich nicht. Welche Farbe, weiß ich nicht. Es kann sein, dass ein Audi A1 da steht. Es kann sein, dass eine R8 ist oder Q7. Das weiß ich immer nie. Die SUV-Dichte ist in München besonders hoch. Da, schau, da haben wir ihn schon, da steht ein Audi Q7. Scheiße schwer. Ja, der Kreuzungsbereich ist halt hier eine Katastrophe, weil vorne fahren jetzt die Autos gleich rein. Das heißt, du musst dann rückwärts zurückfahren. Aber hinter dir stehen sie auch. Bis das jetzt wieder alle kapieren, dauert ein bisschen. Daniel muss auf einer vielbefahrenen Kreuzung anhalten. Das heißt, hinter dem Abschlepper bildet sich innerhalb von Minuten ein Stau. Der Falschparker steht auf einem Behindertenparkplatz vor dem Polizeipräsidium. Die Größe des Wagens erschwert das Abschleppen. Ich kann nicht mal weiter wegfahren, weil es ist ein Audi Q7, ja? Näher kann ich aber auch nicht mehr, aber ich muss ihn da rüberheben und da ist der Baum, das ist. Das ist hier eine alte, bekannte Stelle. Ich meine, hier ist alles kameraüberwacht, von der Polizei auch, ja. Und die sehen ja in der Kamera, dass hier welche auf dem Behindertenparkplatz stehen, ja. Also. Warte, schauen wir mal. Die Polizei hat dem Fahrer einen Strafzettel ausgestellt. Für Daniel Wulz liegt ein Abschleppbericht bereit, auf dem bereits vorhandene Schäden am Auto dokumentiert sind. Jetzt schaue ich mir gerade die Schäden an, aber ist ja auch noch ein relativ wieder neues Auto. Viel Schäden hat er nicht. Trickert ist er noch dazu. Es ist halt schwierig, jetzt da irgendwelche Schäden zu erkennen, ja. Sonst heißt es, wir waren's. Also ich kann jetzt einmal nachkontrollieren, ja, welche Schäden, ob der Schaden eingetragen ist. Wenn er nicht eingetragen ist, dann kann ich jetzt immer nach vorn aufladen, die Polizei dazu holen und sagen, hey, da habt ihr einen Schaden vergessen. Aber ist jetzt hier nicht. Deswegen laden wir mal auf, schauen wir, dass wir wegkommen. Ein Baum steht im Weg. Ja, das Problem ist, dass ihn höchstwahrscheinlich, wenn ich jetzt da zu nah rankomme, irgendwie das Dach verkratzt oder so. Aber noch geht's gerade. Den Leuten hat man davor schon oft gesagt, dass es vielleicht nicht machen soll. Und das ist eigentlich der Sinn vom Abschleppen, ja, dass das Auto dann weg ist, die Leute zahlen müssen, dass die das einfach lernen. Sowas in Zukunft nicht mehr zu machen. Wie man schon sieht an der Straße, vorne alles pumpvoll.
Da drehen sie alle um. Die Leute kennen das, 1,5 Minuten an der Ampel zu stehen, nicht länger. Ja. Ab 2 Minuten werden die einfach ungeduldig. Und in 2 Minuten ist es leider nicht möglich, ein Fahrzeug zu verladen. Ja, ich brauche meine 3, 4 Minuten. Die versuchen irgendwie durchzuschlängeln. Ich warte bloß, wie gesagt, auf den Tag, bis mir eine Stütze mitnimmt. Weil dann ist eben die Katastrophe benannt. Du merkst halt das ein oder andere Mal schon den Seitenspiegel im Rücken. Nach rund 4 Minuten ist der SUV verladen. Und Daniel Wulz macht sich auf den Weg zur Kfz-Verwahrstelle im Osten der Stadt. Plötzlich muss er den 12-Tonner scharf abbremsen. Hey, schau mal, Mann! Vollidiot! Entschuldige. Naja. So, jetzt hast du hinten, einen Q7 drauf mit 3 Tonnen. Der LKW, keine Chance mehr, da bremst du nicht mehr. Rund 150 Kilometer im Stadtverkehr legt Daniel täglich mit seinem Abschleppwagen zurück. Noch während er ablädt, kommt der Fahrer des SUV im Taxi an der Verwahrstelle an. Hast du mich abgeschleppt? Ich war's, ja. Ich war der Schuldige. Wenn du gut aufpasst hast. Ja, ja, der fährt kein Schand drin. Schaust aber noch mal an. Der Fahrer des großen Geländewagens gibt Zeitdruck als Entschuldigungsgrund an. Ja, war ich sowieso spät dran und dann habe ich irgendwo einfach auf einen Behindertenparkplatz geparkt. Und anscheinend ist das, hat er jetzt gerade gesagt, der ist anscheinend überwacht, der Platz irgendwie. Und dann haben die gesehen wahrscheinlich, dass ich parke und war relativ schnell dann weg. Als ich zurückgekommen bin, war auf jeden Fall nicht mehr da. Ich bin dann gleich zu der Polizeistation, ich habe keine Minute aufgehalten und habe gesagt, okay, wo stehen die Autos? Weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass er abgeklebt ist. Mal beim nächsten Mal muss ich vielleicht einen anderen Parkplatz suchen. Okay, alles klar. Daniel Wulz hat für dieses Verhalten kein Verständnis. Ich glaube, ihm war so keine Lehre. Ja? Er hat sich bewusst auf den Behindertenparkplatz gestellt. Ja? Man hat gesehen, dass da von 5, 4 belegt waren. Wenn jetzt noch einer kommt, der hat A, keinen Platz. B, darf wahrscheinlich eine halbe Stunde laufen, weil er sich irgendwie zu fein ist, einen Parkplatz zu suchen. Ja? Den Fahrer erwarten rund 400 Euro Abschlepp- und Bearbeitungsgebühr sowie ein Strafzettel von 35 Euro. Für Daniel geht es zum nächsten Verkehrssünder. Also, jetzt haben wir ja vorher schon mitgeteilt bekommen, dass wir einen nächsten Auftrag haben, einen nächsten Einsatz haben. Und zwar haben wir jetzt ziemlich zentral gelegen die Sparkassenstraße. Da stehen gleich 2 Fahrzeuge im Halteverbot bzw. Feuerwehranfahrtszone, was da weg müssen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass es sogar der Taxistand ist. Da war ich auch schon ein paar Mal. Auf jeden Fall muss da ein BMW und ein Mercedes weg. Das ist jetzt auch von der kommunalen Verkehrsüberwachung. Das heißt, Örtlichkeit bekomme ich gesagt, Fabrikat bzw. auch Kennzeichen. Und da sollen die Fahrzeuge halt auch schnellstmöglich entfernt werden. Die Sparkassenstraße ist immens eng. Da hat man schon Probleme mit dem Fahrrad durchzufahren, geschweige davon jetzt mit einem LKW. So, jetzt sehen wir hier schon die S-Klasse stehen. Auf dem Behindertenparkplatz. Da bleiben wir jetzt stehen, den holen wir uns. Vor dem Abschleppen muss sich Daniel immer gegen Schadensersatzklagen absichern. So, wieder ein schönes Fahrzeug, jetzt holen wir uns eine S-Klasse. Ganz wichtig ist halt hier wieder auch Schadensprotokoll, gerade bei so welchen Fahrzeugen. Es ist schon mal zwiespaltig, kein Schaden eingetragen. Ja. Ja, aber schaut auch relativ gut aus. Plötzlich taucht der Besitzer des Wagens auf. Servus, Rainer. Ja, was ist los? Siehst du, wo du parkst, oder? Scheiße, ja. Ich war beim Müller Wolf, ne? Aha. Und ich hab das gar nicht gesehen. Okay. Gut. Füll mal schnell was aus, komm mal schnell.
Der Falschparker muss lediglich die Anfahrt des Abschleppers bezahlen. Einen kleinen Betrag kriege ich halt dafür auch, dass ich gekommen bin, gell? Ja. Aber das Auto steht ja noch da, aber das schicke ich dir alles per Post. Also, ich habe jetzt... Genau, die ist extra noch mal zu verwarnen. Ja, das ist einmal von der kommunalen Verkehrsüberwachung. Und das ist einmal der Abschleppbericht für mich, ja. Abgebrochen ist, Sie kriegen jetzt von mir eine Belehrung, ja. Den Empfang müssen Sie bestätigen, dass ich Ihnen das Auto da gelassen habe. Und dass Sie hier drinnen einmal, kriegen Sie jetzt gleich die Belehrung. Da müssen Sie unterzeichnen. Genau, jetzt kriegen Sie das Weiße. Das ist aber die Kosten wahrscheinlich nicht so, wie es geschleppt wird. Viel, viel billiger. Rund 80 Euro kostet den Fahrer der abgebrochene Abschleppvorgang. Der Falschparker jetzt hier war ja relativ angenehm, war ja echt cool drauf. Der eine ist super drauf, kommt zurück und sagt, tut mir leid und so, ja. Der andere kommt, droht dir Schläge an, ja. Droht dir, wenn du das Auto nicht wieder runter tust, dann bringt er dich um. Also es ist von A bis Z eigentlich alles dabei.